So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM, also XCOM 2. Ja, wir sind hier in dieser einen Situation, wo wir schön einen Berserker eingefroren haben. Ich habe ja neu geladen. Ich muss kurz schauen, die Aufnahme läuft, perfekt. Wer ist sonst noch alles dran? Alle? Bis 6 Schaden, der hat noch 6 Lebenspunkte, 20% Crit. Ehrlich gesagt, probiere ich es lieber einfach mal mit Vandal. Geht in Ordnung. Krawoms! Sicher erledigt. Brauche Munition. Bin auf dem Weg. Der Rest kann sich dann schon mal ein bisschen bewegen. Ach Moment, hier kann man auch noch jemanden retten. Das sollte man tun. Boomer? Bin gleich da. Ja, stimmt, hat noch die Säuregranate. Das ist super. Sie sind in Sicherheit. Verschwinden Sie. Meine Scharfschützin, wir eigentlich da vorne ganz gut aufgehoben, also da oben drauf. Also ich habe ja sogar zwei dabei, streng genommen, aber... Na komm. Bewegung, Bewegung! Die Lucy. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht bereue. Momentan sieht es ganz gut aus. Mir entgeht nichts. Schade, dass dieser Feuerschutz sich nur auf Pistolen bezieht, weil sie sich bewegt hat. Mir wird es hier zu heiß. Du stehst daneben, das greift doch noch nicht mal auf dich über. Ich glaube, ich steige erstmal mit unserer weiteren Scharfschützin hier aufs Dach. In Ordnung. Bisher nichts gefunden. Aber Colt gibt mal Feuerschutz, also Distanzschutz. Gerne Gebiet. So, Joe Griffin kann einmal das Ding hier aufheben und anschließend darüber zum Retten. Mit Boomer gehe ich erstmal hier hin. Los. Es sind noch genug Leute zum Retten. Man muss nur echt vorsichtig sein. So, Vandal. Ich laufe jetzt noch nicht hier hin, weil von da aus kam ja letztes Mal auch wieder einiges angerannt. Stattdessen dann lieber hier. Bewegung, Bewegung. Ich hätte auch vielleicht nachladen sollen. Naja. Big Nasty hierhin und Feuerschutz. Bin dabei. Taucht wer auf? Nein. Nur da hinten das Übliche. Auf einen muss immer geschossen werden. Gut, dass die immer nur einen ausschalten pro Runde. Aber ansonsten wäre es auch unfair. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Was denkst du, was ich vorhab, Central? Ganz ruhig. Ich glaube, ich probiere es mal mit Vandal, dass ich erstmal hier hingehe. Anschließend... Ja, ich weiß nicht, ob ich da so in... Ja, hier kann man in Deckung gehen, okay. Dann erstmal hier hin. Was ist da drüben? Hab sie, sie sind in Sicherheit. Ach, eine Sache sollte ich vorher machen.
Distanzschutz bei beiden. So, und jetzt gehst du hier hin. Ich wollte gerade sagen, jetzt decken wir nämlich wen auf. Mit Sicherheit. Der Advent-Captain in der Nähe wäre ein ideales Ziel für den Schädelstecker. Och nee, jetzt habe ich natürlich zwei Gruppen gefunden. Natürlich ein Streifschuss nur. Aber hier 5 Schaden vergiftet. Aber wir haben ja noch ein paar Leute, die was machen können. Der da vorne ist halt echt problematisch. Weil den treffe ich mit ihm hier nicht gut. Boomer. Boomer kann zumindest hier in einen halbwegs sicheren Punkt gehen. Einen dabei auch direkt mit retten. Los, weg von hier. Wichtig ist, dass der Motor drauf geht. Aber treffe ich den von hier? Tatsache, ich treffe ihn. Die Schlangen sind natürlich auch ätzend, aber der Muton hat Granaten. Wo komme ich mit ihm hin, ohne dass es wirklich gefährlich wird? Eigentlich nirgendwo. Position bestätigt. 48% ist besser als nix. Natürlich daneben. Konzentriere dich. 34% oder Moment, ich habe noch eine Frostbombe. Den Offizier einzufrieren ist eigentlich eine gute Idee, weil dann können wir uns später gemütlich mit dem Schädelstecker um den kümmern. Kritisch und deshalb 2 Schaden, super. Okay, da ist vorne noch ein Berserker. Lass mich raten. Wird natürlich getroffen, ist natürlich so. Passiert ja immer so, muss ja sein. Ich brauche ein Medikit. Ich bin froh, dass der Widerstand neue Rekruten ausbildet. Sie müssen für den nächsten Advent-Einsatz in diesem Gebiet vorbereitet werden. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Aber ein richtig schlechter Scherz. Ich fühle mich nicht so gut. War das jetzt ein Treffer oder ging das daneben? Hä? Der brennt, macht den Angriff. Er hat doch nicht... Hä? Irgendwas stimmte da gerade nicht. Naja. Okay, das ist schlecht. So, wir haben Scharfschützen. Ist das die Viper, die den festhält? Ja. 73%. Wie sieht's mit Cold aus? Revendel könnte theoretisch was machen, oder was war das gerade? Nö. Dann Cold. 84%. Das sollte hinhauen. Gestreift, aber losgelassen. Das reicht. Vandal kann jetzt nämlich rennen.
was im Moment äußerst wichtig das ist. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Der Rest ist in einer guten Position, um zum Beispiel den Lanzenträger mal eben zu erledigen. Schauen wir erstmal, dass wir vielleicht die Viper direkt erledigen können, wenn es gut läuft. Nur 5 Schaden. Mist, einen Lebenspunkt hat sie natürlich noch. Mit Boomer gehe ich mal hier hin. Der hier ist gerade wichtiger, der Berserker ist noch weiter weg. Und wichtig ist, dass ich nicht alle auf einem Haufen habe. Willst du noch mehr? Denn wenn ich die alle auf einem Haufen hätte, hätte ich das große Problem, dass die sehr leicht mit einem Treffer von der Viper vergiftet werden können. Bin schon unterwegs. 48%. Ja, komm, vielleicht haben wir Glück. Nee, warte, der macht doch mit Fehlschüssen immer noch einen Schaden. Reicht. Ziel erledigt. Die Waffe verschlingt meine Munition. Auf den könnte ich jetzt schießen, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Ich gehe hier hin. Genug gewartet. Und gebe Feuerschutz. Na toll. Okay, den kriegen wir aber in der nächsten Runde ganz gut platt mit dem Scharfschützen, also mit den beiden Scharfschützen auf dem den Dächern, auch wenn eine leider nachladen muss. Der ist aufgetaut. Ich glaube, mit dem Schädelstecker können wir auch hier vergessen. Okay, die Viper hat sich darum gekümmert. Der Berserker sollte jetzt... Ja. Mal eben 6 Schaden gefressen. Das ist schon mal sehr gut. Der kann doch nicht angreifen, oder? Das macht mir gerade Sorgen, dass das weiter so gerumpelt hat. Ach, er schmeißt eine Granate. Das ist beschissen. Ich brauche Deckung. Nein, 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 bitte nicht. Okay, in Panik, aber immerhin keine so schlechte Reaktion auf den Angriff. Hätte Schlimmeres erwartet. Nur jetzt haben wir gerade richtig ein Problem. Also... Okay, er macht 2 Bewegungen, das heißt, er kann schon mal nicht angreifen. Ich werde gleich geröstet. Ich fühle mich nicht so gut. Wie oft willst du das noch wiederholen? Okay. Sie kann gerade nicht viel machen. Kann einen Gegner tatsächlich einfrieren, aber das hat nicht so eine hohe Chance. Wir hier erstmal 100% für den Berserker, 100% für den Gesichtslosen. Wenn ich den noch höher haue, 7 bis 10 Schaden, kann sie eigentlich... Ja, sie kann den Berserker damit nicht umbringen, aber den Gesichtslosen, wenn es gut läuft. Das probiere ich. Das ist doch nicht wahr, mit 86%. Wem sagst du das? Ich hätte vorher so eine Nummer machen müssen. Jetzt ist er wenigstens markiert, aber das Beschissene ist halt einfach, dass ich da nicht viel machen kann, solange der zum Beispiel da noch steht. 100%. Ja, vor dem Berserker kann man zur Not einmal weglaufen und die anderen halten so ein bisschen was noch aus. Aber er hier braucht zum Beispiel dringend Heilung. Du warst kein Gegner für mich.
Kommt Wendel da hoch? Nein. Kommt Wendel in Deckung? Ja, und in der nächsten Runde hoch. Verstanden. So, einmal nachladen. Alles im grünen Bereich. Kann auf den Berserker schießen oder auf den Offizier? Naja, bringt nicht viel, aber man kann es ja mal machen. Ach, jetzt ist der in Rage. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ach, das stimmt. Und der in Panik ist, den konnte ich ja gar nicht bewegen. Ich wollte es jetzt eigentlich ohne eigene Opfer spielen, aber manchmal geht es, glaube ich, nicht anders. Oh, das war knapp. Mir geht es gut. Ah, in Rage, der greift auch eigene Leute an. Und der ist bewusstlos. Geile Sache. Ich wollte gerade sagen, auf die Entfernung triffst du doch nie im Leben, also. Verdammt, das tut weh. Panik entfernt, das ist gut. Jetzt zuallererst. Wendel, du kommst da mal hoch. Wird gemacht. Und lässt dich verdammt nochmal verarzten. Hoch mit dir und raus da! So, auf den Berserker. 3 Schaden. Boomer. Wir haben keine Granaten mehr mit ihr. Die Viper nervt zwar, ist aber auch nicht übertrieben gefährlich gerade. Der ist betäubt. Ja, ich schaue lieber, dass ich mal mit anderen was mache. Ach, Kurt muss nachladen. Nachgeladen. Gegner greifen auch von da an. Das heißt, hier ist eigentlich eine bessere Position. Er hätte noch eine Granate. Big Nasty hätte auch noch was. Kommt die hier in eine gute Position? Geschützt jedenfalls nicht. Mit 57% kann ich den sicher töten. Oder ich greife ihn einfach normal an. Ja komm, ich probiere es nochmal so. Perfekt. Augenscheinlich nicht. Boomer steht da gerade eigentlich ganz okay, aber hier ist volle Deckung, das ist besser. Legen wir endlich los. 53%, man kann es probieren. Jo, das läuft doch. Meine Munition ist leer. Griffin, gibt es hier irgendwo volle Deckung? Vor allem nicht von der Seite. Und ich weiß auch nicht, wann der wieder aufsteht. Entsprechend mal kurz hier hin und nachladen. Der ist auch ziemlich angeschlagen. Also jetzt gerade ist das eher so ein Stellungskrieg. Und wir haben auch nicht mehr ewig Zeit, bis die letzten 3 Zivilisten erledigen. Wir müssen noch einen retten. Natürlich, diesmal triffst du. Bei halber Deckung triffst du nicht, aber dabei. Könnte aber auch sein, dass das die letzten Gegner sind. Es sind die letzten, ansonsten hätten die Gegner, Menschen angegriffen. So, Moment, ich habe Scharfschützen. Die Viper ist problematisch. Colt trifft die Viper zu 70%. Machen wir.
Sauber. Bestätigter Abschuss. Der nervt mit seinem Unterstützungsfeuer. Ach ja, tot von oben. Einen anderen trifft sie von hier aus nicht. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Er kann den da treffen, aber nicht sehr sicher. Boomer hat hier eigentlich eine super Position. Oder hätte eine super Position, wenn sie denn nicht nachladen müsste. Na, der andere bewegt sich ja jetzt gerade nicht groß. Ich kann mal nachladen und schauen. Ah, ich habe einmal kostenlos, stimmt ja. Ich vergesse das bei Boomer ständig. Bereit für den Angriff. Könnte man einfach mal hier hinlaufen. Und los geht's. Und sagen, hör mal, mein Freund. Ich mag dich nicht besonders. Daneben. Du willst mich doch verarschen. Ich will zwar 63% aus irgendeinem Grund. Aber eine bessere Chance für alle anderen. 4-6 Schaden. Ein Versuch ist es wert. Zack, erledigt. Haben wir nur noch einen Muton? Von hier aus eine 37% Chance. Komm, ich gehe das Risiko ein. Und der Gegner ist betäubt. Das heißt, wir können... Moment, ich benutze einfach die Granate. Dann ist er auf jeden Fall gezwungen, sich da wegzubewegen. Granate! Rüstung geschreddert, 3 Schaden. Und das Unterstützungsfeuer ist weg. Sie hat jetzt 63% Chance. Hat den weggekrittet und jetzt liegt da noch ein betäubter Gegner. Willst du noch mehr? Das war's, keine Munition mehr. Okay, da taucht jetzt noch einer von denen auf. Meinetwegen. Aber Vandal läuft hierhin, um den in der nächsten Runde mit dem Schädelstecker zu stechen. Und ich möchte kurz sagen, das wird dann übel. Aber wir müssen das irgendwann mal machen, um mit der Story voranzukommen. Ja, Alien-Aktivität. Es gibt nur einen da hinten und der liegt hier betäubt rum. Mit einem Lebenspunkt. So, bitte nicht, wobei ich glaube... Ja, komm, Schädelstecker. 70% nur, komischerweise. Aber das sollte klappen. Und jetzt wird's lustig. Das piekst vielleicht etwas. Der steht doch noch nicht mal. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent-Psionik-Netz. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet, aber wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. Hacken wir mal. Also mit 6% hätten wir halt hier einen kleinen Informationsspeicher geborgen. Es sind, glaube ich, Spezialisten sogar eigentlich besser geeignet, aber wir haben halt... Der Kerl hing halt noch nicht mal da drauf. Er ist jetzt auch tot und jetzt taucht hier etwas auf. Und das wird böse. Darf ich vorstellen? Der Codex. Das scheint der Codex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen. Wir haben unser Ziel. So, einmal hier hin. Jetzt komme ich. Und drauf. Drei Schaden. Okay, ist besser als nichts, aber markiert. Und jetzt passiert was Interessantes. Habe kaum noch Munition. Klonen. Der teilt seine Lebenspunkte auf, wenn er getroffen wird, und erschafft eben einen Klon.
Mit 94% sollten wir den einen aber schnell ausschalten. Gestreift, ist doch nicht wahr. 94%. Nur ein Streifschuss. Ja, der teilt sich dann jetzt aber auf. Da stellt sich die Frage, wer ein und wer zwei Lebenspunkte bekommt. Okay. Du gehst hier hin und kümmerst dich um den mit einem. Das sollte aber reichen. Ja, selbst mit Streifschuss reicht das. Da krittest du jetzt mit 6 Schaden, ist ja klar. Ziel ausgeschaltet. Colt sieht leider niemanden, kann aber zum Beispiel... Moment, wir haben ja noch andere. Wir haben Big Nasty. Big Nasty muss einmal nachladen. Und weiter geht's. 81%, das sollte reichen. 49 ist wieder ein bisschen schlechter. So, der Kodex ist hin. Wie viele waren das jetzt? Colt ist die einzige, die wir noch haben. Ich will jetzt den nicht angreifen und mir damit noch einen Gegner dazu holen. Stattdessen lege ich mir lieber eine Abschusszone bereit. Wenn sich der Kodex hier in dem Bereich bewegt, treffen wir. Das Problem ist halt auch da vorne noch, aber das wird schon irgendwie... Ach nee, den Gegner haben wir ja auch noch. 5 Schaden und vergiftet. Das Problem ist jetzt, was der Kodex teilweise anstellt, weil der kann sich halt teleportieren und so ein Kram. Landet jetzt natürlich hier. Der Kodex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Oh, Waffe deaktiviert. Stimmt, sowas kann der auch. Also der Kodex muss auf jeden Fall weg. Vandal. 100% und der Kodex ist sicher platt. Zack. Wir haben so diese Brille bei dem Outfit auch noch. Der sieht aus wie der Obernerd. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Kodex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. 67%. Geschafft. Die Mission haben wir. Huh. Ausgeschaltet. Menes 1-5. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Das ist schön, aber ich würde sagen, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ich mache dann jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir, was wir denn so an Beförderungen und so weiter einfahren können. Ich hoffe, ihr habt Spaß, da ist konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Kommentare und sowas sind immer gerne gesehen. Jede Interaktion ist ja auch gut für den Algorithmus. Bis dahin, also bis zum nächsten Mal. Cheerio!